Ja. Der Weg ist jetzt beliebt bei Wandern und Mountainbikern zum Hochfahren. Also hoffen wir mal, dass er frei ist. Hier geht was hoch. Also entweder rechts oder geradeaus. Das ist jetzt der Weg, der gerade eben von oben runter kam. Au! Das ist nicht sehr befahren im oberen Stück. Nochmal einen kurzen Abzweigung. Boah. Okidoki. Jetzt fahren wir hier rechts. Das ist der beliebte Weg bergauf. Da kommt man dann beim oder oberhalb des Friedhofs raus. Scheint zu Treppen zu führen hier. Spitzkern mit Abkürzungen. Und ja, Treppen. Schön mit einem Weg außenrum vorbei für die Leute, die keine Treppen fahren können oder wollen. Wow. Das ist ganz schön wild hier. Wilder als gedacht. Okay. Ja, da kommen die Treppen. Da wollte ich jetzt hin. Hoffentlich. Oh, die sind in genau so einem Abstand. Resonanzabstand sozusagen. Kette schlagen. Hui.
So, jetzt mal was ganz Verrücktes. Ein Trail, den eigentlich sonst niemand fährt, weil weder links noch rechts davon was runterkommt. Man muss extra Straße hier hinfahren. Hier kreuzt man diesen anderen Trail runter und man kommt hier raus bei der Rinne. Wenn man die Rinne gerade aus dem Töpfen würde, ist das Stück noch runter. Das ist jetzt schon hier sehr gut ausgebaut, sagen wir es mal so. Das lohnt sich überhaupt nicht hier. Dafür fahre ich den jetzt runter, der hier links runterkommt. Muss ich erstmal hoch wieder. So, jetzt bin ich oben. Das ist der Soldatenweg, der hier runter geht. Kann man auch hochfahren. Das sind aber eher was für Leute, die sich bergauf herausfordern wollen. Und zum Abschluss nochmal hier den Steigerweg Shortcut. Ein paar Treppen am Ende. Im Nassen sind die etwas rutschig. Oh, 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 oh. Baum in der Kurve. Okay. Noch enger ein bisschen. Ja, da kommen die Treppen und dann ist genau beim Parkplatz dann. Ein Hase, zwei Hasen.